Wie spät ist es? Wie häufig stellt man sich diese Frage? Die Antwort gibt eine Uhr. Und wenn man eine Funkuhr hat, dann ist diese Angabe nicht nur sehr genau, sondern die Uhr stellt sich ja selber. Und dieses schöne Exemplar oder war die erste Funkuhr, die es überhaupt käuflich zu erwerben gab. Inzwischen gibt es sie natürlich in allen Varianten und Formen. Und was dahinter steckt, erfährst du in diesem Video. Bin jetzt genau da, wo dieses DCF-77-Signal herkommt. Im Zweiten Weltkrieg wurde das als geheimes Flugfeld mal angelegt. Seit 1973 wird hier das Signal so gesendet, wie wir es heute noch kennen und nutzen. Natürlich wurde es auch schon vorher in verschiedenen Variationen gesendet, aber wie gesagt, seit 1973 in der heute bekannten Form. Das Ganze ist ein Langwellensender, DCF, Deutschland, C Langwelle, F die Nähe zu Frankfurt und sendet mit 50 Kilowatt. Und was diesen Standort halt besonders gut macht, ist der hohe Grundwasserspiegel, weil man braucht dazu eine gute Erdung und der hohe Grundwasserspiegel zusammen mit dem Erdungsnetz, was man hier vergraben hat, ermöglicht es, diese hohe Sendeleistung zu erbringen. Und von hier das Signal reicht etwa so bis zu 2000 Kilometer weit. Das ist sehr beeindruckend. Ja, vielleicht denkst du das nächste Mal dran, wenn du auf deine Funkuhr schaust. Hier kommt das Signal her. Natürlich wird auch das Signal jetzt nicht, das Ganze wird ja von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig betrieben. Die machen natürlich das nicht in Braunschweig, sondern hier stehen drei kommerzielle Atomuhren, drei Stück, damit die sich sozusagen gegenseitig kontrollieren. Und die werden halt nur ab und zu mal mit Braunschweig sozusagen synchronisiert. Und daher wird hier sozusagen auch das Signal, wenn man so möchte, produziert und auch entsprechend versendet. Also, wie gesagt, nächstes Mal die Funkuhr, hier kommt's her. Das Funkuhrsignal besteht aus 58 Bits. Jede Sekunde wird ein Bit gesendet. 100 Millisekunden sind eine 0, 200 Millisekunden eine 1. Das 59. Bit wird nicht gesendet, damit die Funkuhr sozusagen weiß, ab wann sie zuhören muss. Und das ist da, wo der rote Pfeil ist. Das ist das erste Bit, was gesendet wird. Die ersten paar Bits sind für Katastrophenschutz und Wetter reserviert und können entsprechende Informationen enthalten, werden aber von den meisten Funkuhren nicht ausgewertet. Dann wird es interessant. Bei dem nächsten roten Pfeil habe ich so erstmal die Information, MEZ ist die mitteleuropäische Zeit und MESZ ist die mitteleuropäische Sommerzeit. Also ich weiß jetzt, ob es praktisch Winter- oder Sommerzeit ist. Und A1 und A2, das sind Ankündigungsbits. Die meisten Funkuhren, die empfangen das ja dreimal und bis auf die Minute muss es ja übereinstimmen als Kontrolle. Und wenn aber sich eine Änderung ergibt, zum Beispiel Sommer-Winterzeit oder Schaltsekunde, dann wird das über A1 und A2 angekündigt und dann kann die Uhr das direkt verwenden. Die Minuten mit 1, 2, 4, 8, 10, 20, 40, entsprechend kann man dann 60 Minuten darstellen. Und die grünen Pfeile, die deuten auf P1, P2, P3. Das sind sogenannte Paritätsbits, das sind sozusagen Überprüfungsbits. Damit kann die Funkuhr gucken, ob sie das richtig empfangen hat. Dann kommen die Stunden, auch klar, und der Tag. Dann fehlt noch der Wochentag. Wochentag ist, Montag fängt halt die Woche an.
Und mit 1, 2 und 4 bekomme ich dann entsprechend alle 7 dargestellt. Und der Monat entsprechend noch. Und last but not least fehlt noch das Jahr. Mitten aus dem Wald, das ist noch Teil dieser Anlage. Es wird ja nicht nur das DCF-77-Signal, sondern ja auch andere gesendet. Was jetzt genau, welche Antenne für was ist, weiß ich nicht, aber man kann hier sehr schön mal das Prinzip sehen. Hier sind keine Bäume und Zäune im Weg. Ich habe hier zwei Sendemasten. An diese Sendemasten, die sind hier mit Stahlseilen so befestigt, dass die im Prinzip nicht umfallen können. Und interessant ist das, was sich zwischen den Sendemasten befindet. Da sieht man so verschiedene Drähte. Ich zähle sechs von hier unten, die von einem Mast zum anderen gespannt sind. Und in der Mitte gehen diese Drähte runter zu einem kleinen Häuschen hier. Und es ist natürlich anzunehmen, dass von hier aus entsprechend gesendet wird und dass da oben diese sechs Drähte, die da zwischen den Masten gespannt sind, das ist die eigentliche Antenne. So, hier haben wir den Mast. Hoch geht's. So, und hier sieht man, wie hier diese Drähte festgemacht sind. Und hier, und jetzt gehen sie runter und enden in diesem Häuschen. So, jetzt bin ich wieder an meinem Schreibtisch und wir gucken uns das sozusagen die Funkuhr, das DCF-77-Signal jetzt mal von zu Hause aus an. Interessant war übrigens bei meinem Ausflug, da habe ich auch Anwohner getroffen, die mir erzählt haben, dass wenn man direkt neben dieser Antenne wohnt, man keinen guten Empfang hat. Die strahlt halt wirklich zur Seite ab und anscheinend nicht nach unten. Zumindest war das die Aussage der Anwohner, mit denen ich da zufälligerweise gesprochen habe. Wie auch immer, hier habe ich eine Antenne plus so eine kleine Empfangsplatine und das ist so für Bastelzwecke und diese LED, die hier blinkt, das ist das Signal. Das heißt, wir haben ja gesehen, wenn das 100 Millisekunden lang leuchtet, ist es eine 0. 200 Millisekunden ist eine 1. Und wenn es mal gar nicht leuchtet, dann ist es die 59. Sekunde. So, jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Hier habe ich 1, 2, 3 Funkuhren. Schicken wir als erstes den Roboter hier ins Rennen. Das habe ich schon vorbereitet. Zack, ist die Batterie drin. Und der hat zwei Motoren. Der eine Motor stellt den Sekundenzeiger und der andere Motor Minuten- und Stundenzeiger. Woher weiß der, wann er sozusagen auf der 12 Uhr steht? Das sind Löcher in den Zahnrädern drin und wenn die richtig stehen, kann eine Lichtschranke praktisch durchgucken und damit weiß er, dass es 12 Uhr ist. Wenn er dann nach dreimal empfangen, muss ja übereinstimmen bis auf die Minute, die Uhrzeit hat, dreimal, damit sozusagen Fehler ausgeschlossen sind, dann ist halt die Frage, wie viele Sekunden ist der Unterschied zwischen der aktuellen Uhrzeit und 12 Uhr und dementsprechend stellt er sich vor.
So, jetzt habe ich hier noch eine weitere Uhr. Jetzt habe ich mal zum Spaß eine Digitaluhr. Zack, da hat sich die Uhr schon gemeldet. Simsalabim, ich hoffe, man kann es sehen. Die Uhr zeigt natürlich jetzt erstmal 12 Uhr. Und sobald die Uhrzeit empfangen ist, wird hier dann auch das Richtige angezeigt. Und hier habe ich nochmal eine schöne Uhr, die empfängt nicht nur die Uhrzeit, sondern auch Wochentag, Woche. Gut, die Temperatur misst die natürlich. Dazu auch wieder zwei Batterien. So. Und auch hier sieht man, hier oben blinkt das Funkuhr-Symbol. Die Uhr läuft schon mal los. Und ja, jetzt heißt es warten. So, jetzt haben wir die 50. Sekunde, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Und es ist wieder 0012. Also, Max, sehr schön gesehen. Die 59. Sekunde wird nicht gesendet. Ja, gut. Dreimal empfangen. Ja, das dauert einen Moment. So, man sieht, die erste Uhr hat sich bestellt, die zweite auch. Zack, zack. Nur der Kumpane, der mag noch nicht. Da ist jetzt die Frage, wobei ich irgendwie glaube, die anderen, die haben nur zweimal empfangen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass das so schnell ging. Würde ja im Prinzip auch ausreichen. Ja, und schon bewegt sich der Zeiger. Das ist natürlich clever, dass die Uhr hat die 59 Sekunden abgewartet und dann braucht der Sekundenzeiger einfach nur loslaufen. Der stimmt ja dann automatisch. Und ja, Minuten- und Stundenzeiger, die müssen dann halt mit dem anderen Motor dann entsprechend noch eingestellt werden. Zu guter Letzt eine kleine Challenge. Ich nehme das Ganze in Slow Motion auf, also sprich diese blinkende LED hier. Und du kannst ja mal probieren, ob du herausbekommst, wie viel Uhr bzw. Tag, Datum, ob du praktisch gerade diese Informationen aus dem Geblinke hier entsprechend rausbekommst. Sonst Slow Motion ist es vielleicht ein bisschen einfacher, die 100 und die 200 Millisekunden auseinanderzuhalten. Okay, viel Spaß.